Guten Abend miteinander. Noch ist es zwar Winter, die Tage werden aber eindeutig schon wieder länger und bei Gob sind schon die ersten Frühlingsboten eingetroffen. Die prächtigen Tulpensträuße offeriert Ihnen Gob das Wochenende besonders günstig. Und damit Sie recht lange Freude daran haben können, gibt es dazu, wie ab sofort zu allen Sträußen von Gob, ein Beutel Schnittblumennahrung gratis. Vergleich im Gob-Labor haben nämlich gezeigt, dass Blumen mit dieser Nährlösung wesentlich länger schön bleiben als ohne. Da das Ergebnis nach ein paar Tagen. Nach dem Kauf die Blumen also mit einem scharfen Messer anschneiden, damit sie das Wasser gut aufnehmen können und dem Wasser Gob Schnittblumennahrung beifügen. Und wenn die Blumen dann noch vor Zugluft geschützt werden, danken sie es mit so einem prächtigen Anblick. Je höher das Fasnachtsfieber steigt, desto heißer laufen die Vorbereitungen auf diese tollen Tage. In der Gobbäckerei in Wallisellen zum Beispiel ist man praktisch Tag und Nacht am Küchle. Aus traditionellen Zutaten wird der Teig geknetet und anschliessend in mehreren Arbeitsgängen hauchdünn ausgewalzt. Dann blitzschnell ausgestanzt und im heißen Fett knusprig gebacken. Jetzt werden die Fasnachtsküchle noch mit Puderzucker verschönert und von Hand sorgfältig zusammengetragen, damit sie nicht zerbrechen. Fasnachtsküchle jetzt also jeden Tag knusprig und frisch, greifen Sie zu, solange es noch hat. Im Gegensatz zu den Fasnachtsküchle gibt es Wäschmittel bei Coop das ganze Jahr durch. Und zwar in einer grossen Auswahl und für jedes Wäschproblem. Zurzeit gibt es bei Coop eine ganze Reihe von Wäschmitteln, sogar zum Aktionspreis. Und noch mehr sparen können Sie, wenn Sie die folgenden Tipps beachten. Vor der Wahl des entsprechenden Wäschmittels die Wäsche nach Farben und Materialien trennen und sich anhand der Angaben auf der Pflegeetikette informieren. Farben auf bedruckten Textilien bleiben länger schön, wenn man sie vor dem Waschen auf die linke Seite kehrt. Und besonders feine und empfindliche Sachen werden geschont, wenn man sie in einem Küssi-Anzug wäscht. Und dass es sich nie lohnt, einzelne Stück zu waschen, ist ja bekannt, darum lieber warten, bis die Maschine voll ist. Verschiedene Wäschmittel offeriert Ihnen Coop jetzt zum Aktionspreis. Diese Gelegenheit sollten Sie nicht verpassen, ebenso wenig wie ein Rezept, das Ihnen die Studioküche jetzt noch demonstriert. Guten Abend. Aus der Sicht von einer gesunden Ernährung sollte man etwa ein- bis zweimal in der Woche Fisch essen. Dorsch ist sehr schmackhaft und erst noch preisgünstig. Er geht aber gerne auseinander. Er eignet sich darum zum Beispiel auch als Hackbraten. Ich kann ein Päckchen Dorschfilet auftauen und schneide es in Würfel. Als Brot habe ich ebenfalls in Würfel geschnitten, mit heißer Milch übergossen und quälen. Beides püriere ich mit dem Stabmixer pürieren und vermische es mit gehacktem Peterli und ein bisschen Zwiebeln. Dazu kommen kleine rote Peperoni-Würfel, zwei Eier und verschiedene Gewürze wie z.B. Dill und Estragon. Jetzt kommt die Masse in eine leicht gefettete Keksform aus Glas und wird im Backofen noch etwa 45 Minuten backen. Weil man den Fisch mit seinem feinen Eigengeschmack nicht zu fest salzen sollte, habe ich vor allem Gewürze und Kräutchen verwendet. Zu dem Dorschhackbraten passen gedämpfte Fenkel und Vollreis und als Vorspeise empfehle ich Ihnen einen Antifi-Salat. Und jetzt noch ein paar günstige Angebote von Coop. Lismen Sie jetzt schöne Pullover in allen modischen Farben mit dem Lanilla-Strickgarn. Der Knäuel kostet nur 2,50 Euro. Und 3 kg Calgon-Wasserenthärter kostet jetzt 5 Franken weniger. 5 kg Biancomat für nur 9,90 Euro. Ein Tulpenstrauß aus Holland gibt es für nur 4,90 Euro. 2 kg Tarocco Blutorangen aus Sizilien für nur 3,40 Euro. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot. Ein frischer Butterzopf an 400 Gramm für nur 1,90 Euro. Für heute sind wir am Schluss. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.